Herr Sensburg, Sie sind aus dem Hochsauerlandkreis. Große Enttäuschung, dass Friedrich Merz es nicht geworden ist? Ich glaube, dass Friedrich Merz in den letzten Wochen viele Menschen und auch Delegierte angesprochen hat. Es war ein ganz knappes Ergebnis. Von daher ist eine gewisse Enttäuschung da, ja. Und es wird jetzt die Aufgabe sein, die beiden Gruppen in der Partei wieder zusammenzubringen. Woran lag es denn? Ich glaube, es lag einmal vielleicht ein bisschen an den Reden. Viele Delegierte haben sich erst zum Schluss entschieden. Da war Annegret Kramp-Karrenbauer gestern sehr gut. Aber es lag natürlich auch ein bisschen an den Vorgesprächen. Da gab es unterschiedliche Lager. Das liberale und wirtschaftspolitische Profil der CDU, das wird in einem Lager wieder gespiegelt. Aber sicherlich auch den Bestand, das zu wahren, was die CDU geleistet hat in den letzten Jahren. Dafür stand Annegret Kramp-Karrenbauer. Das war 50-50 und so ist die Wahl ja dann auch ausgegangen. Da können Sie jetzt auch mit leben. Damit kann man leben, das ist richtig. Aber es wird Aufgabe sein, das in den nächsten Wochen wieder ganz stark zusammenzubringen.